Willkommen zurück zu Let's Play Alice im Wunderland. Wir sollen ein Moskito einfrieren in der Zeit, was wir auch erfolgreich geschafft haben. Können wir den jetzt auch vernichten? Die Pfoten sind voller Schleim. Ja, was wächst hier auch für ein komisches Zeug? Hier sind Blups. Enter drücken für neue Erfolge. Ja gut, die Erfolge, die interessieren uns ja nicht sonderlich. Also eigentlich schon, aber das mache ich offscreen für Erfolge. Und wir entdecken die einfach so nebenbei. Das ist viel lustiger, als wenn wir jetzt gezielt auf irgendwelche ausgehen würden. So, aber jetzt mache ich mal rückwärts. Und ich habe ihn wieder nur eingefroren. Hm, war das jetzt nur ein Zweck der Sache? Ja, links oben. Wow. Links oben nehmen wir unsere Lebensanzeige. Ach, die kleine Maus kann ja nichts. Verdammt. Ja, erwischt. Und was ist das für ein Teil? Herzteil? Ja, ein Herzteil. Wir haben jetzt ein Herz wieder zurückbekommen. Truhen sind voller unmöglicher Ideen. Hey. Und mit unmöglichen Ideen kann man unmögliche Sachen kaufen. Ganz viele unmögliche Sachen. Was haben wir da? Pilze. Also hier lässt sich einiges kaputt machen, habe ich das Gefühl. Aber wir wollen ja auch so ein bisschen vorankommen. Deswegen geben wir jetzt ein bisschen Gas. Schnetzeln hier noch ein bisschen Schleim um. Was ist das da? Warum dreht sich diese Truhe? Ah, die schleudert uns weg. Okay, da brauchen wir... Moment. Den Zeitzauber für, um sie zu öffnen. Ja. Wir können hier diese Kräfte für ganz viele unterschiedliche Sachen nachher benutzen. Zum Beispiel die Telekinese, um diese Truhe, die da oben rumfliegt, uns zu holen. So, Wespe eingefroren. Jetzt schnell dahin, damit sie sich nicht wieder befreien kann. Und erledigt. Nervige Wespe. So, ich denke, wir haben jetzt genug gesammelt. Jetzt können wir auch voran machen. Na gut, die Truhe nehmen wir noch mit, die nicht auf den Weg. Ja, da ist nur eine Wespe. Schnell weg. So, den Alice-Fahren nochmal auswerfen. Gut, wir laufen richtig. Das ist gut. So muss das sein. Hui, neuer Gegner. Und da ist unsere kleine Kampfmaus wieder unterwegs. Du hast uns nicht entgegenzusetzen. Was für ein schrecklicher Traum. Ach was, das war doch jetzt kein schrecklicher Traum. Und dieser Wald sieht einfach wunderschön aus. Und neue Gegner. Ja, Kampfmaus. Und einfach mal im Kampf dann nochmal die Figur gewechselt. Gut gemacht. Wow, ich weiß gar nicht, wenn der explodiert, ob uns das Schaden macht. Muss ich mal drauf achten. Und wieder ein neuer Shop. Der uns aber, glaube ich, nichts Neues verkaufen kann. Nein, kann er nicht. Gut. Ja. Ja, warum sollten wir uns auch am Anfang schon alles kaufen können? Das wäre ja ein bisschen unlogisch. Oder das wäre langweilig. Oder, Leute? Ja, ich denke schon. Eigentlich ja. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Ich weiß es nämlich noch nicht, weil ich nehme das alles jetzt erstmal an einem Tag auf. So 3, 4, 5 Folgen, damit ich so einen kleinen Vorlauf dafür habe. Da ich ja auch noch andere Projekte habe, die... ja, da den Vorrang genießen, jeden Tag mehrere Folgen zu bekommen. Und direkt den nächsten Gegner. Oha. Warum soll ich den weißen Kaninchen wechseln? Ist doch egal. Wir haben unsere kleine Kampfmaus. Die macht ja alles weg. Und drauf und drauf und drauf und niemals mehr aufhören. Und der nächste Gegner. 5 Gegner auf einmal, 6 Gegner auf einmal. Alles kein Problem für die Kampfmaus. Zack, 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 zack und zack und zack, du hast keine Chance. Ja, nie getroffen worden. Ja, es war ja jetzt auch nicht allzu schwer. Wie komme ich denn durch diese Tür? Sie ist viel zu groß. Musst du größer werden. Nur Alice kann sie öffnen. Aber sie muss erst die richtige Größe haben. Wie kriegen wir Alice auf die richtige Größe? Könnte es etwas diese mit diesem viel Pilz zu, groß. Zu tun haben, wo ich wir kaum an die Klinke. Das riecht nach Kuchen. Ich glaube, lecker. Das ist Apfelkuchen. Genau das, was wir brauchen. Du wartest schön hier, Mädchen. Und lauf nicht weg. Hier ist es gefährlich. Wir bringen dir etwas Kuchen mit. Apfelkuchen. Und oh, ist das geil. Unsere kleine Maus, die ist so wendig.
Ja. Da ist Apfelkuchen, umgeben von Vespianern. Wollt ihr es wirklich mit mir aufnehmen? Wollt ihr es mit mir aufnehmen? Das ist ein großer Fehler, Leute. Schwöre ich euch. Mach euch alle kaputt. Mach euch alle kaputt. Wah! Denn ich bin eine kleine Kampfmaus. Oh oh. Wir haben nur noch ein Herz. Das ist schlecht. Okay. Das war knapp. Na komm, lasst uns noch hier an das letzte Herzen heran. Wah. Lauf damit. Oh, ich habe übrigens so ein bisschen Angst runterzufallen. Okay, jetzt reicht's. Nein! Ich bin gestorben. Zu viele Wespen. Dapp. So, jetzt habe ich dich aber eingefroren. Jetzt kannst du mir nichts mehr haben hier. Dumme Dreckswespe. Und Kuchen! Ein Stück Apfelkuchen gefunden. Lecker, lecker, lecker. Njam, 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 njam. Na, sie nimmt sie aber wirklich nur ein mini-winzig Stück. Und ihr Kleid hat sich verändert. Warum hat sie jetzt ein anderes Kleid an? Sieh nur, sie ist aufgegangen. Yay. Hervorragend. Dann ab dadurch, durch die gute Tür. Wo wird sie uns hinführen? In welche Welt landen wir diesmal? Wir sind eine Etage höher. Okay. Nein, doch nicht. Sah nur so aus. Und ich nehme wieder meine kleine Kampfmaus. Ich finde meine kleine Kampfmaus geil. Ich hoffe, ihr mögt sie auch. Ich finde sie auf jeden Fall klasse. Blub, blub, blub. Und wo müssen wir lang? Alice, sag mal an. Wir müssen eine Etage tiefer. Wie sollen wir denn hier runterkommen? Ich denke, ich weiß wie. Gehen wir hier diese Haltungspilze wegmachen. Ich wusste es. Und zack, geht's eine Etage tiefer. Ja, hier muss man auch ein bisschen nachdenken. Es ist nicht nur alles rumrotzen, weghauen. Was ist jetzt los? Was hast du wieder kaputt gemacht, hm? Was ist das? Das war einmal eine Uhr. Die Rote Königin sagte, dass alle Uhren in Unterland zerstört werden müssten. Ich habe keine Ahnung, warum. Weil los, Herr Kanickel, du schaffst das. Ich bin mir nicht sicher. Natürlich schaffst du das. Rosen und Uhren. Du kannst beides reparieren. Warum nur Rosen und Uhren? Ich weiß es nicht. Also wirklich, Herr Kanickel, du hältst Zeit an, reparierst Uhren und verjüngst Blumen. Besitzt du noch andere Fähigkeiten, die ich kennen müsste? Ich kann das reparieren. Ja, dann machen wir das doch. Und zwar... mit unserer Zeitanhalt-Umdrehkehrfähigkeit. Ja! Das Kanickel ist vielseitig, es kann jede Menge. Wahrscheinlich laufe ich hier schon an ganz vielen tollen Extras vorbei, aber ich will euch ja das Spiel zeigen, nicht nur hier eine kleine Tür. Oh. Ach ja, wir haben ja keine. Oh, ich bin zu groß, um mich durch diese kleine Tür zu quetschen. Ja, dann brauchen wir wieder Kuchen. Njam, njam, njam. Nö, du möchtest nicht mit uns reden? Ja, du auch nicht? Hm, die Rosen möchten mich mit uns reden. Du Pilz? Ne, mit dir rede ich sowieso nicht. So, Pilz wechseln wieder. Vielleicht möchten sie ja mit dem Herrn Kanickel reden. Ne, auch nicht. Finde Absalem, ja. Wir sind auf dem Weg zu Absalem, aber irgendwie... Na, gucken wir uns jetzt mal das Schild an. Und was sagt das Schild? Noch drei übrig. Ah, wir müssen die Schilder aktivieren. Okay, Leute. Schilderaktivierung. Kommt in der nächsten Folge wieder. Ich bin Hello 986. Wir spielen Alice im Wunderland. Bis dann!